Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Ja, wieder früh vor der Arbeit. Wir haben uns hier gestern auf dem Seitenstreifen platziert. Wir sehen mal zu, dass wir jetzt hier wieder reinkommen in das Getümmel. Meine Nase kribbelt. So. Ich hätte erst niesen sollen und dann die Aufnahme starten. Egal, jetzt sind wir dabei. Wir sind weiterhin unterwegs Richtung, keine Ahnung was, 133 Kilometer haben wir vor uns. Es ist jetzt nicht die Welt. Wir haben 4.29 Uhr in der Früh, das heißt, wir fahren wunderbar in den Sonnenaufgang wieder. Das ist so richtig Morgenstimmung, ne? So ein bisschen diesig und... Aber ich kann das immer noch wieder betonen. Das gefällt mir. Was mich ehrlich gesagt wundert, jetzt ist die neue ProMods direkt schon am Start. Ungefähr eine Woche, nachdem das Update kam. Inwiefern dort das Lichtkonzept schon eingearbeitet wurde. Ja, ich denke, wir werden sie mal wieder fahren. Aber wir gucken uns hier erstmal original noch den Ruhrpott an. Das werden wir eventuell diese Woche noch machen. Das war vielleicht... Ja, mal schauen. Wir müssen sehen. Wir müssen sehen. So. Hier auch wieder neue Straßen. Langsam kommt die Sonne hoch. Heute sollen es bis zu, ich weiß gar nicht, was haben wir gesagt, bis zu 23, genau, 23 Grad, bis zu 23 Grad. 6 Uhr, 6 Uhr, genau. Wir haben 7.21 Uhr in der Früh. Es ist 6 Grad draußen und es sollen bis zu 23 heute werden. Das ist ein mega geiles Wetter. Ich muss nachher tatsächlich nochmal zum Einkaufen, weil ich gestern das eine oder andere vergessen habe. Morgen gibt es dann den Rest. Morgen früh, da sitze ich um diese Zeit. Auch nicht am Computer, bin ich noch unterwegs nach Hause. Olli, guckt euch das an. Jetzt aber, jetzt kommt die Sonne, jetzt kommt Klärchen. Uhr 15. Leichter Dunst. Kann man sich gut vorstellen, ne? Sonne. 6 Grad oder auch 10 Grad meinetwegen. Schön frisch draußen. Allein auf der Autobahn. Herrlich. Ich werde mal schauen nach so einem Traffic Density Mod, dass das so zu bestimmten Tageszeiten, dass auch die Autobahnen mal voller werden, weil das ist doch reichlich leer, finde ich. Oder ich gucke mal, wo ich das im Spiel einstellen kann. Gibt es bestimmt irgendwo, ist das klar. Ihr habt am frühen Morgen noch gefehlt. Das wäre das, wo SCS noch dran feilen müsste. In Deutschland werden 90 Grad, hätte ich bald gesagt, 90 km/h nicht großartig geahndet. Ach, lässt mich vor, das ist schön.
Und hier mache ich absichtlich mal von draußen, weil das ist neu, diese Ecke hier. Genau, man erkennt auch hier da dieses Gebäude, das ist neu. Rechts die Straße hat es nicht gegeben oder ist neu. Wie auch immer. Also hier macht man was. Ist offensichtlich ein Steinbruch dazu gekommen. Ich kann mal eben ganz kurz auf die Karte gucken. Wir sind jetzt hier, genau. Dieser Steinbruch ist offensichtlich neu. Hier bis nach Duisburg. Wir werden später mal bis nach Duisburg fahren. Wir kommen jetzt von hier. Mal schauen, ob es da was gibt. Ansonsten fahren, weil ja hier Düsseldorf, das ganze Karree, da ist so vieles gemacht worden. Ja, und dann hoffen wir natürlich auf das neue DLC, ne? Erstmal im April neue Trucks, am 6. glaube ich. Ist das Ostern oder Tag nach Ostern? Mal ganz kurz gucken. Morgen ist der 1. April. Der 2. ist der Freitag. Das ist am 6. Das ist der Dienstag nach Ostern. Wo es dann neue Trucks gibt tatsächlich. Ups. Ich fahre jetzt aus der Außenperspektive. Das klappt hier komischerweise im ETS 2 nicht so gut wie im LS. Und dieses Kamera-Switchen, gab es da nicht auch mal einen Mod für? Das geht mir so ein bisschen auf den Sack, dass man nicht immer so runtergezoomt wird. Da gab es da auch mal irgendwas. Ist ein bisschen weit an der, am Gehweg. So, da rein. Übrigens, Däumchen wären Träumchen. Abo noch wird schöner. Klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt. Und ihr dürft auch meinen Twitch-Kanal abonnieren. Was mir gerade auf... Was mir gerade auffällt, richtig. Transinet, das sind doch Originale vom ETS 2. Inwiefern tauchen die denn überhaupt auf, wenn du Mods drin hast? Sollten die überhaupt noch so in der Form oder so massiv auftreten? Oder ist es tatsächlich so, dass hier einige Mods gar nicht funktionieren? Weil mir sind, ich muss ganz ehrlich sagen, bei den Vorversionen so gravierend keine Standard-Trailer aufgefallen. Es kann natürlich sein, dass die einfach nur so... Na, es werden Platzhalter sein, die SCS da eingebaut hat. Das sind keine, die du wählen kannst, nehme ich mal an. So. Wir haben das natürlich ausgezeichnet gelöst. Das war nicht anders zu erwarten. Hör mal auf fortfahren und wir gucken mal das Auftragsangebot an. Hier eventuell nach Duisburg oder so. Wir sind hier in Dortmund. Hannover, Hannover, Kiel. Kalelimong, Danzig. Dann machen wir einfach Folgendes. Wir wollen letztendlich hierhin, genau. Und wir fahren hier lang. Das machen wir jetzt. Wir fahren einfach leer. Hätte ja fast gepasst, ne? So, 63 Kilometer ist nicht die Welt.
wir werden uns das Ganze auch so ein bisschen von außen angucken. Ich versuche damit heile hinzukommen. Er hatte eine Dachbox oben drauf, da geht's wohl in den Urlaub. Hier ist was neu. Ja, es passt ja, ne? So eine. Aber diese Holzbaufirma, das kennen wir schon. Das ist jetzt so gesehen nichts Neues. Mit einem geilen Wendekreis auf jeden Fall. Jetzt habe ich glatt verpasst, wo wir reingekommen sind. Das ist unglaublich. Das kommt, wenn man zu schnell im Kreis fährt. Mann, ist das peinlich. Ja, hier kommt die Fahrphysik zum Tragen, ne? Wir werden auch gleich wieder umdrehen, keine Angst. Wir fahren nur bis da vorne zur Autobahn, weiter geht's eh nicht. Das heißt, da geht's zum Steinbruch offensichtlich. Da fahren wir mal lang, bis zum Steinbruch. Komm her. Machen wir die Straße eben weg. Über die Autobahn drüber, da ist auch noch wieder was. Mensch, Mensch, Mensch. Nee, Steinbrunnen, nee, Großparkplatz. Alter Schwede. Okay. Oder ist das doch... Nee, ist doch ein Steinbruch. Ich habe eben nur die Betten gesehen. Ich habe den Bulldozer nicht gesehen. Ja, hier neue Straßen, ne? Steinbruch wie üblich. Könnte ein bisschen mehr stauben, oder? Hui! Dafür hat es gescheppert. Da waren wir jetzt ein bisschen flott unterwegs, glaube ich. Ja, es ist ein bisschen blöde, weil du stehst nicht direkt hinterm LKW hier. Das macht es auch so schwer. Beim LS ist es anders. Du stehst, je nachdem wie du die Kamera eingestellt hast, hinter deinem Fahrzeug. Und hier seht ihr ja, wenn ich nach links lenke oder rechts lenke, dann ändert sich das. Das macht es natürlich manchmal richtig extrem schwer, die Karre zu lenken, ne? So, aber liebe Leute, wir sind am Ende der Folge angekommen. Das heißt, wir bleiben hier stehen. Wir fahren unsere Tour dann morgen in der nächsten Folge zu Ende. Ich hoffe, ihr seid dann auch locker, flockig, cremig wieder mit dabei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich auf euch. Bis morgen. Tschüss.